Morgen, Amanda. Ja, guten Morgen, Michel. Ach, hättest du mir mal einen Kaffee zuerst, bitte? Ja, sagst du uns, als ob du einen könntest vertragen, hä? Hast du mir einen? Schwarz wie immer. Ja, schwarz. Schwarz. Jetzt hast du mich gerade kurz auf ein Ding gebracht. Hä? Auf einen Gedanken hast du mich gerade kurz gebracht. Michel, ich höre doch nicht da hinten. Jo, es ist mir alles ein Ding, ob ich lach oder sing. An ein Herzeli wie ein Vögeli, darum liebe ich so ring. An ein Herzeli wie ein Vögeli, darum liebe ich so ring. Dankeschön für mich. Bitte. Hast du mich gerade kurz auf einen Gedanken gebracht? Du bist. Ja, ja. Und zwar, ich bin leicht verunsichert. Du! Geht's ja nicht. Doch, doch. Weißt du, studiert. Ja, es ist ja so, oder? Wir sind ja am Wochenende. Und unter der Woche sind wir ein bisschen wieder im Garten unterwegs gewesen. Beim Herr und Frau Schweizer. Wir sind ja dort immer noch am Helfen, weißt, wegen dem Bienenhäuschen aufbauen und. Ja, die werden da begeistert sein. Oh, und jetzt bin ich verunsichert gewesen. Weißt du, in der Zeitung ist gestanden. Ich weiss nicht, wähler. Ist ja egal, sind alle die gleichen. Es ist irgendetwas gestanden so von einem Flohmarkt und dann hat es noch Internetauktionen gegeben, diverse, wo da Leute anscheinend Nazi-Sachen verkauft haben, also aus dem Zweiten Weltkrieg mit Nazi-Symbolen und so. Und jetzt so einem Flohmarkt hat es auch von einem Museum, von einem Militärmuseum, hat es da Probleme gegeben wegen dem, weil dann sind Kinder so da gewesen und haben das so angeschaut und haben nachher den Standbesitzer konfrontiert damit, dass er ja da Nazi-Propaganda betreibt und so weiter. Ja, und alles nur wegen dem SS-Symbol und wegen dem Hockenkreuz, dem sogenannten, oder? Yes. Und da bin ich ein bisschen verunsichert gewesen, dann habe ich nachgeschaut, jetzt ist das so, das heisst, glaube ich, Swastika heisst das Symbol. Und das ist, der älteste Fund ist 10'000 Jahre alt. Also das Hockenkreuz, wie sie heute ja sagen. Ja. Und ja, ich bin ein verunsichert, weil das ist ja teilweise verboten. In Deutschland ist es verboten, das abzubilden. Und dann ist es wieder doch nicht verboten in gewissen Zusammenhängen. Sei das kulturell oder Kunst oder so. Aber item ist ja gleich. Jetzt bin ich einfach verunsichert. Ich bin nicht mehr sicher, was darf ich jetzt alles sagen und schreiben und machen. Jetzt habe ich zum Beispiel auch in der Zeitung ist da etwas gestanden. Also ja, Zeitung. In diesem Klatschblatt hier ist gestanden. Wo ist jetzt das gesehen? Klatschblatt, das ist auch noch so etwas, da komme ich nicht draus. Jetzt haben sie hier angeschrieben, oder? So Seite 4. Yeah. Aber wenn ich das Titelbild anschaue, bin ich hier eigentlich auf Seite 1, 2 jetzt. Jetzt zählt die Wertung, die vorher kommt, schon als Seite, oder? Aber das ist ja ein, das ist wieder ein anderes Thema. Ich bin einfach ein bisschen verwirrt und verunsichert gerade. Was du auch immer alles siehst. Und jetzt, ja, ich bin aufmerksam. Und jetzt habe ich hier eben gelesen, ah, hier. Dass der Kiosk anscheinend. Was? Der Kiosk verkauft Schokoküsse. Was? Schokoküsse, ja. Und wir haben ja früher hat man ja denen Mohrenköpfe gesagt, oder? Also wir sagen denen. Wir sagen denen immer noch so. Apropos Mohrenköpfe. Wir haben ja richterlich Mohrenköpfe. Aber ich habe eine Frage: Hast du richterlich Mohrenköpfe? Nein, im Sommer. Ah, Sommer. Schmelze und so, hä? Ja. Während wieder der Gletscherschmelze und die Klimaerwärmung. Egal, Klimawandel. Das Klima kann sich nicht erwärmen, nur wandeln. Das wandelt dann so um vom King Kong Ulk bis zum D Trampel über die ganze Welt. Trampel! Aber jetzt bin ich abgeschweigt. Ja, wie weiß jetzt kommt nämlich wieder Schokoküsse. Du musst jetzt hören, da hat es eine Firma, die hat dem Mohrenköpfe gesagt und das dürfen sie nicht mehr, oder? Und jetzt heißt sie dem Ding Schokokuss, nennen sie das jetzt, wenn sie es verkaufen. Und jetzt ist das wieder ein Problem. Ja, was ist aber noch ein Schokokuss-Problem? Ich als Schweizer darf doch zum Beispiel ein Stück Schoki kaufen und das küssen, wenn ich will. Wo ist das Problem? Jetzt hat das schon wieder mit Rassismus zu tun. Und ich bin so durcheinander wegen dem Ganzen. Das macht mir ganz weh. Ich komme nicht mehr nach. Und dann sind eben der Jingo und ich. Oh, was das hier aber geht. Ein Unterfahne. Jetzt ist es kaputt. Jetzt ist es kaputt. Ah, hast du mir ein Tierchen? Siehst du, ich bin ganz durcheinander wegen dem. Dankeschön. Oh, Pardon. Ganz durcheinander. Michel, du. Ja, ich weiss, du hast sicher Putztag gehabt gestern. Natürlich, oder vorgestern. Immer dann. Ja, Putztag. Ja, yes, der Staub, der da rumliegt. Hey. Hä? Hast du keine Allergien?
Wegen dem ganzen Dreck, der hier liegt. Jetzt der Michael Aletti. Ja, ja. Also, wir machen wir weiter. Wir haben jetzt hier eben das Problem gehabt mit dem ganzen. Komm schon gut, Michael. Mit dem ganzen. Wo bin ich gewesen? Was habe ich gesagt? Mit der. Ah, genau. Ich weiss nicht. Der Jingo und Desi waren im Garten gewesen, beim Herrn. Oh, jetzt muss ich noch schnell noch auseinander. Beim Herr Schweizer waren wir gewesen. Und wir sind ja immer am Helfen beim Beinhäusl, habe ich ja schon gesagt. Und jetzt hat er eben eine Schweizer Fahne im Garten. Und dann sage ich irgendwann zum Jingo, du Jingo, ich weiss nicht, darf man das überhaupt noch? Darf man überhaupt noch eine Schweizer Fahne im Garten haben? Ich habe dann nämlich überlegt, ja, wenn ich das Hockenkreuz, das eigentlich ja 10'000 Jahre alt ist und sogar in gewissen Bereichen als Symbol vom Glück gilt, darf man dann überhaupt noch ein Schweizer Kreuz im Garten haben? Weil das hängt ja mit Krieg zusammen. Das Symbol vom Kreuz hängt ja mit Krieg zusammen und unter anderem natürlich mit Religion ein Stück weit. Gut, beim Schweizer Kreuz könnte man jetzt darüber streiten, ob es mit Religion zusammenhängt oder nicht. Aber item, aus Roten Kreuz ist so ein Thema. Jetzt habe ich Angst, dass das verboten wird. Dann habe ich gedacht, komm, wir helfen doch im Herr Schweizer und nehmen ihm die Fahne weg. Nicht, dass er noch Probleme bekommt mit der Polizei. Oder? Wir haben ihm natürlich nichts gesagt. Ja, weil die Polizei ist ja schon bei ihm gewesen. Nein, wir haben ihm nichts gesagt. Wir haben es einfach mal gemacht. Ja, der hat fast ein Ding. Man ist rumgelaufen irgendwie im Garten und gesagt, wo ist die Fahne? Wo ist die Fahne? Ein Zeug gesehen. Du hast gesagt, die Frau hat sie dann verleiht. Die verleiht ja immer alles. Nein, habe ich nicht, aber es wäre eine gute Idee gewesen. Die verleiht wirklich immer alles. Ja, egal. Item ist ja gleich. Und dann habe ich noch. Ja, jetzt bin ich einfach ein bisschen durcheinander. Jetzt bin ich auch noch ein bisschen durcheinander. Ja, es ist gut. Ja, ja. Und jetzt ist mein Kaffee, ist jetzt auch noch am Boden gefallen. Ja, noch. Ich darf nicht, ich bin eben nicht sicher, dürfen überhaupt trinken, oder? Weil er schwarz ist. Ja, weil er schwarz ist. Darf ich das auch nicht mehr sagen? Schwarzer Kopf. Jetzt haben wir die Problematik mit den Hautfarben, oder? Und da sind wir eben beim Mohrenkopf. Und der Richterich hat ja Glück gehabt, weil der Laufner, denen sagt man an der Fasnacht Mohren. Das ist der Dingname, oder? Der Dorfname. Der Dorfname, der Laufner sagt man Mohren, oder? Das ist jetzt ein regionales Thema, das versteht nicht jeder. Aber ja. Und die Mohren ist die Wildsau. Das ist die alte Bezeichnung für die Wildsau. Das ist so. Mohren. Und dann gibt es ja noch die Morchel zum Beispiel, oder? Mhm. Und es gibt so irgendwie Morchel-verwandte Pilze, Morcheln, oder? Und die sind zum Beispiel auch weiss und aussen dunkel. Also wie ein Mohrenkopf. Innen weiss, aussen dunkel. Aha. Oder? Und vielleicht ist sie auch von dort der Mohrenkopf, oder? Und dann hat man das Wort natürlich auch in anderen Bereichen von Europa und so, hat man, und auf der Welt hat man das Wort anders verwendet, nämlich man hat damit eine bestimmte Gruppierung von Afrika, ein bestimmtes Volk von Afrika, so dunkelhäutige Leute hat man so benannt, weil die sind, wie hat das geheißen, Mauretanien oder so etwas, ist ja gleich, spielt ja eigentlich keine Rolle, aber ich komme jetzt eben nicht mehr raus, was darf ich verwenden, wenn und wie und wo, oder? Das verwirrt mich völlig. Und jetzt habe ich aber gedacht, hast du das mitbekommen, eben mit dem King Kong Ulk und dem D. Trump? Ja, so am Rande etwas. Dass da der King Kong Ulk sich mit dem südkoreanischen Präsidenten getroffen hat und jetzt würde er gerne sich mit dem Trump treffen, wegen irgendwelchen komischen Sachen, die sie hier verhandeln wird, keine Ahnung, wegen Atom. Forschung und da Bomben und Zeug, da, weil sie ja aufhören, Nordkoreaner mit dem. Und jetzt weiss ich aber natürlich die Absicherung gegenüber Amerika und so. Das ist einfach etwas Blödsinn. Ja, es ist ein Zeug, also, was alles passiert auf dieser Welt. Das ist also unglaublich. Manchmal habe ich das Gefühl, ich verkraft das gar nicht. Aber gleichzeitig denke ich, ja komm, am Arsch geht auch ein Weg vorbei, oder? Ja, der kann ziemlich fest sein. Der kann ziemlich fest sein. Ja. Kennst du einfach das Buch? He? Das habe ich auch schon gelesen. Das heisst, ich habe es nicht ganz fertig gelesen, weil irgendwie am Anfang, da lese ich schon mal etwas bis in die Hälfte und dann weisst du eigentlich, um was es geht. Also, was denn weisst du, um was es geht? Du kannst doch nicht etwas lesen, nur bis in die Hälfte und wissen, um was es geht. Das ist. Jetzt weiss ich es. Jetzt weiss ich es. Jetzt weiss ich, wieso das Schweizer Stimmvolk immer so einen Krautkabis-Scheissdreck zusammen abstimmt. Wieso will sie das Buch lesen? Nein. Weil sie eben wahrscheinlich auch sagen, ja, nur mal ein bisschen geschaut und gelesen und ja, nicht fertig, ich weiss, um was es geht. Und nachher kannst du das Blatt führen nehmen, das du bekommst, oder? Dann musst du einfach ja oder nein kreuzeln. Chance 50-50, oder? Besser als im Lotto. Ja, kannst du das wie als Teil so denken, ja?
Gut, ich regne jetzt nicht auf über das. Ich bist du auf dem besten Weg? Wir haben ja jetzt auch gerade wieder gleich Abstimmungen und Zeug und Geschichte. Und da ist ja das Referendum ergriffen worden. Da hat man Unterschriften gesammelt, glaube ich. Referendum wahrscheinlich schon. Und jetzt habe ich nämlich gestern oder vorgestern, irgendwann habe ich in den Nachrichten, im Schweizer Fernsehen, habe ich gesehen, haben sie die Vorstellung von 10 vor 10 gebracht. Und dann habe ich nämlich mir auch eine Meinung gebildet, auf die gleiche Art, wie jetzt du das Buch gelesen hast, habe ich mir eine Meinung gebildet, nämlich sie haben die Vorstellung von 10 vor 10 gezeigt, dass diejenigen, die das Referendum ergriffen haben, die Unterschriften gesammelt haben, wegen dem ganzen Casino, Internet-Casino-Zeug in der Schweiz, haben die Unterschriften gesammelt und die sind unterstützt von der Lotterie aus dem Ausland, also von Internet-Lotterie aus dem Ausland. Hm? Solche, die schon Casinos betreiben im Ausland, im Internet und teilweise korrupte Sachen machen und die Leute süchtig machen, ist ja reif. Und jetzt reitet man auf dem Moment dabei, sie sind öffentlich dazu gestanden und haben gesagt, ja, wir haben 500'000 Franken von denen bekommen, wir müssen ja das irgendwie finanzieren. Aber Schweizer Fernsehen reitet weiter darauf um. Sie haben in der Arena sich verteidigt und gesagt, hey, das spielt doch eigentlich gar keine Rolle, weil die anderen werden ja auch von der Schweizer Lotterie irgendwo unterstützt. Ja, oder die Gegenseite und so. Das macht alles so weh. Das ist alles so weh. Oder? Und jetzt habe ich gestern im Garten rumgeschaut und bin so ein bisschen schauen, was haben eigentlich so meine Nachbarn so im Garten überall, so in den Dörfchen und so. Und dann habe ich gemerkt, es hat recht viel Trampolin. Und hast du mitbekommen? Es hat überall in den Gärten Trampolin. Und dann siehst du es noch, fast mit dem Auto oder mit dem Dörfchen nehmen durch und dann siehst du so Gumpen. Ja, auf jeden Fall habe ich ja, hast du gemerkt, es hat schon wieder brennt. Oh, bei euch? Nein, nicht bei uns. Es hat ja das Bienen gebrannt bei uns, oder? Yeah. Also beim Loch im Garten oberhalb vom Haus. Von der Schweizer, ja. Von der Schweizer, ja. Und dann hat ja, jetzt hat ja im Europapark, weißt du, jetzt gebrannt. Ja. Und mittlerweile, ich glaube, sie sind noch nicht ganz sicher, wieso. Aber einigermaßen ist eine ähnliche Ursache wie beim Bienenhäuschen. Wieso bist du im Europapark gewesen? Nein, geht's noch. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Du nimmst wieder die öffentliche Meinung an, ja, dass der Jingo und ich heigen und so, oder? Es ist nur so vermutlich, weißt, ich kenne dich mittlerweile ein bisschen. Und außerdem bin ich meine Busse am Abzahlen wegen dem, aber in dem anderen Thema. Ja. Europapark hat brennt, die tolle Bahn, oder das mit den Piraten. Hat ein bisschen und so. Ganz schön gewesen, die Bahn, das macht mir weh im Herz. Ja, du hast den kennt. Ja, aber ich weiss wieso. Du weißt es. Ja, dass das brennt hat. Du weißt nicht, wieso das Bienenhäuschen brennt hat, aber wieso es der Europapark brennt hat, das weißt du. Ich denke mir das. Ah, ja, das nehme ich jetzt wunder. Weil ich glaube nämlich, das hängt mit dem Spassfaktor zusammen. Was hat jetzt das für einen Zusammenhang? Der Spassfaktor im Europapark ist sehr gross. Ja. Das heisst, die Leute gehen gerne dort Spass haben. Die Europäer vergnügen sich dort, oder? Und jetzt vor allem die Deutschen auch, oder? Und auch die Schweizer und die Österreicher und so. Einfach so die gerne in Europa packen. Also, spielt jetzt keine Rolle. Und jetzt hat der Trampel hat mit dem ein Problem gehabt. Weil. Hat das gewusst? Ich nehme an. Ja, der hat das schon gewusst. Der hat das schon lange beobachtet, dass die Europäer viel zu viel Spass haben. Und aha, wegen dem tut er auch überall reinfuchten. Damit Europa. Was, dass man mehr ins Disneyland geht? Ja, wenn ich jetzt denke, vielleicht. Nein, ich glaube, das ist anders. Also es kann schon sein, dass vielleicht das Disneyland auch noch mitspielt und die Finger drin hat. Ja, Disney hat ja auch überall die Finger drin. So. Aber ich denke mir eben, dass es schon relativ viel in den Gärten, bei uns auch in der Schweiz, wo sie eben doch so ein Zeug rumkommen. Aber ich denke eben, das Potenzial ist noch grösser, also es könnte noch viel mehr sein. Und ich habe nämlich das Gefühl, dass das Trampolin vom Donald Trampel erfunden worden ist. Ja. Und der will seinen Markt erweitern. Und das Problem ist eben, wenn nämlich der Europapark, oder? So viel Spass verursacht, muss man da etwas dagegen unternehmen. Und was haben sie attackiert? Was hat der Geheimdienst zusammen mit dem Donald Trampel? Was haben sie gemacht? Die haben das Herzstück von Europa attackiert. Nämlich die Piraterie. Michael, es geht durch mit. Was geht durch? Ja, die Zusammenhänge sind also da ein bisschen. Nein, überhaupt nicht. Das ist doch völlig logisch. Das ist 1 plus 1 gibt 2. Ja. Oder wartet mal, irgendwann habe ich mal gehört, 1 und 1 gibt 3. Das ist auch nicht so verwirrend. Das ist alles so verwirrend auf dieser Welt. Alles ist so
durcheinander. Immer so zusammen. Drunter und drüber und überhaupt alles so präsent. Und das ist Geld, ja. Noch kommst du, aber nicht so mit. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass das garantiert etwas mit dem Trampel zu tun hat. Und mit dem Trampolin natürlich. Ja, natürlich. Und mit der Kontrolle, oder? Die wollen ja immer alles kontrollieren. Jetzt heisst ja, oder? Jetzt haben wir immer, überall hat man so Pubs gehabt und so, wo man reingehen kann, wo Frauen auf der Bühne stehen und Striptease machen, Lapdance, sagt man dann, oder? Und jetzt habe ich letzte gelesen in der Zeitung, auch in so einer Klatschplatte auf der Titelseite und überall ist das gestanden. Wie hat das geheißen? Die Schlagzeile hast du sicher auch gesehen. Striptease. Ah, Datenstriptease im Internet. Ja, jetzt weiss ich das auch noch verbieten. Dass sich Daten entblößen im Internet. Also die sich dürfen aus. Das spielt doch keine Rolle, wenn jetzt einer Freude daran und sagt, hey, ich gehe jetzt auf die Webseite, da kann ich nackte Daten anschauen. Dann soll doch der das machen. Das ist doch die Freiheit, das ist doch jedem selber überlassen, über Daten, die nackt oder angelegt sieht. Oder nicht? Ich weiss zwar nicht, was das soll. Ich weiss es, um was es hier geht. Das Problem ist nämlich, dass man dafür nicht muss zahlen muss. Das ist das Problem. Sobald es nämlich die EU oder auch der Amerikaner kein Geld reinnehmen kann, das ist wie mit dem Plastik. Das ist wie mit dem Plastik, wo wir am Waldraum gesehen sind, ist mir nämlich bewusst worden, wie viel Plastikmüll und Plastiksäcke da rumliegen und Zeug und Geschichten liegen. Und jetzt ist ja das so, dass die EU hat ja beschlossen, sie wollen gegen Plastikbesteck und Plastikschere und all das Zeug vorgehen und das verbieten. Oder? Und dann ist die Idee entstanden, ja gut, wenn jemand noch so Zeug verkauft oder so Zeug hat, dann muss er dann entsprechend die Apfelentsorgungsgebühr irgendetwas prozentual zahlen, oder? Für wenn er noch Plastik hat und kauft. Aber das ist typisch Politik, oder? Das ist typisch Politik, das ist typisch Wirtschaft. Ja. Zuerst produzieren sie irgendeinen Scheissdreck, verkaufen sie uns und am Schluss sagen sie halt, verboten, jetzt die, wenn ihr das immer noch weit Gebühren. Sie machen beim Verkaufen Geld, beim Produzieren Geld und beim Verbieten machen sie auch wieder Geld. Eine reine Geldmaschine. So läuft die Wirtschaft und, nicht. So läuft die Wirtschaft und Politiker immer wieder machen sie das Gleiche immer und immer wieder. Weißt du, was mir manchmal... Manchmal kommt mir Politik vor wie eine Kuh. Ständig wird wiedergekäut. Und gemolken. Und weisst du was auch noch? Dabei kommt relativ viel Scheissdreck hinten raus. Das ist deswegen ein guter Verdienst. Ja. Siehst du, von mir kann man doch noch. Ja, manchmal kann man etwas lernen, aber manchmal muss man noch weit ausholen. Ja. Zum Mitkommen mit deinem Denken. Ich habe da nicht viel Zeit, das kommt auch recht schnell. Aber gerade wegen der Zeit, jetzt war ja eben die Problematik mit diesen Symbolen, oder? Eben mit dem Kreuz. Ja. Und jetzt weiss ich eben nicht, kann ich Schweizer Kreuz noch behalten und so. Und dann habe ich eben, Herr Schweizer, eigentlich habe es gut gemeint oder das auch weggenommen. Dann sagt er, ja, und jetzt ist ja passiert, oder? Es ist auch noch etwas passiert. Wir haben ja immer ja Gartenmöbel zur Verfügung gestellt. Wir sind ja, der Jingo und ich sind ja mit dem Abi den Strassen entlang gefahren in den Dörfern und dann stehen die immer wieder so gratis zu mitnehmen. Dann haben wir da immer so ein paar Sachen, wo man gefunden hat, doch, das könnte noch funktionieren. Ja, haben wir das so mit aufgeladen, mit heimgenommen. In der Werkstatt haben wir es wieder parat gemacht, alles schön und so. Und ja, das ist ganz toll. Und dann hat aber er, oder, der Herr Schweizer, hat das, nein, er hat es geschätzt. Wir haben es aufgestellt bei ihm und er ist gekommen, oh, doch, das ist jetzt wirklich schön, auch kreativ verziert und so. Und dann hat er schon ein Problem gehabt, weil wir haben natürlich, weil wir ja wissen, dass das Glück bringt, haben wir auf den Gartenmöbel, die wir ihm parat gemacht haben, und auf den Tischen und auch auf dem Sitzplatz, am Platz, am Boden und an der Fassade, die wir frisch gestrichen haben, haben wir überall von diesen Symbolen angezeichnet. Die Glückssymbole haben wir angezeichnet. Die ominöse. Und, natürlich nicht so gross, ja, weil wir ja nicht wollen, dass ein Problem bekommt wegen dem. Jawohl. Sondern einfach, dass er das sieht und dass das dort ist und dem Ort Glück bringt. Ja. Nein, du nimmst so Freude gehabt. Ja, los. Ich weiss nicht, ich habe dann später, was genau gesehen ist, habe ich nicht gesehen, weil wir haben sie ja angestellt, weil er nicht rum war. Und irgendwann später, als ich bin gelüte, hat Frau Schweizer aufgemacht und gesagt und gejammert und halb gebrüllt, ja, was passiert sei, eben, der Herr Schweizer sei im Spital und so, ja, was ist denn passiert, oder? Mhm. Ja. Er hat ja jetzt einen Gips. Er hat denn gemacht? Ja, er hat das Bein gebrochen.
gelesen. Er ist halt, wir haben es ja nur gut gemeint. Ja, wieder. Wir haben es ja nur gut gemeint, er hat so kein Glück. Und wir haben doch extra noch die Symbole überall angemacht, dass er Glück hat. Jetzt musst du hören, was der gemacht hat. Das kann wieder nur ihm passieren. Natürlich. Ein richtiger Schweizer. Er kann nicht in Ruhe ane sitzen im Garten und einfach mal geniessen. Er muss immer irgendwo noch etwas geschaut, etwas gemacht, etwas kontrolliert haben. Er ist auch so ein Control-Freak, oder? Und dann hat er halt anscheinend, hat er anscheinend so ein bisschen geschaut und hat dann an der Fassade so Sachen gesehen. Und dann ist er nicht sicher gesagt, was ist das? Sind das Flecken, oder? Ja, das ist jetzt frisch gestrichen worden. Was ist jetzt da, oder was ist da passiert? Noch ist er aufgestanden, scheint es. Hat Frau Schweizer gesagt. Und hat einen Stuhl genommen, angeschoben, in die Nähe, und ist dann rauf auf den Stuhl gestanden. Und hat so geschaut, oder? Ja. Und nachher, weil er es noch nicht genau gesehen hat, er sieht ja nicht mehr so gut, er hat ja eine Brille, eigentlich. Aber wahrscheinlich muss er die mal korrigieren wieder. Item, noch ist er anscheinend auf die. Das war ein ganz bequemer Stil. So. Ja, ja. Mit Seitenlehnen. Noch ist er anscheinend so auf die Seitenlehnen raufgestanden. Alter Schütz vor Torheit nicht, hä? Alter Schütz vor Torheit nicht, genau. Ja. Und kippt natürlich. Ja, nicht direkt. Was hat er denn noch? Ja, er ist nicht gekippt. Der Stuhl ist zusammengefallen. Dabei haben wir das so gut alles verschraubt gehabt. Zu wenig, hä, Albert? Ja, ich denke mir, also ich habe nicht das Gefühl, weil unsere handwerkliche Begabung ist ja. Also wir sind letzte Wünsche übrig? Nein, wir sind wirklich top Handwerker. Wir sind wirklich. Okay. Top, wirklich top. Und aber, was halt, der Jingo, er ist ja Maler, oder? Gelehrter Maler eigentlich. Ja. Aber, ja, vom Schreiner hat er halt nicht so Ahnung. Das hast du müssen wir empfangen. Ja, ich habe schon geschreinert und so, aber wir haben ja die eigentlich mehrheitlich nur überprüft, sie sind gut und angestrichen und so. Und wahrscheinlich nehme ich an, hat der Jingo übersehen, bei diesem einen Stuhl, dass die Lehne bereits leicht morsch sein, dass dort schon der Wurm drin ist. Ja. Und nein, natürlich der ganze Glückssymbol, oder wenn schon der Wurm drin ist, hat das anscheinend nicht mehr gewirkt. Das, nicht, ja. Und das hat ja nur anscheinend eine vorbeugende Wirkung. Das Glück. Was man, ja, das Glücksbringer. So. Ja, das ist natürlich nicht schön. He? Aber er hat schon ein bisschen Pech mit er seiner Notenschaft. Er hat Pech, ja. Er ist wirklich ein Pechvogel, könnte man sagen. Ja. Und der meint es immer noch gut mit ihm. Das sind doch ein bisschen Pechvögel. Immer, was dir anlangt, ist irgendwie. Ist der Wurm drin. He? Ist der Wurm drin, ja. Kannst du so sagen. Ja, ja. Spielt jetzt keine Rolle. Eben, ich muss langsam gehen, glaube ich. Du musst gehen schäffeln. Ja, dringend. Aber weißt du was? Hast du mir vielleicht noch mal einen Kaffee bevor? Hast du noch ein Tassel? Ich habe noch einen halben. Einen halben hast du schon gehabt. Weißt du was? Was willst du jetzt halb schwarz? Nein, schwarz. Der Teufel ist gestorben, der Michel hat noch. Er hat ihn an den Hörner genommen. Der Teufel ist gestorben, der Michel hat noch. Jetzt haben wir alle zusammen einen Scheissdreck davon. Scheissdreck. Ja, jetzt haben wir alle zusammen einen Scheissdreck davon. Scheissdreck.